Hallo zusammen. Ich bin gebeten worden, mal ein klassisches Dressing zu zeigen, weil wohl ganz viele Leute immer nur fertig hergestellte kaufen, also alles aus der Tüte. Dem wollen wir mal entgegenwirken. Deswegen heute ein klassisches Essig-Öl-Dressing. Das ist die Basis. Und hier kommen die Zutaten. Ihr braucht eine Zwiebel, also wir nehmen heute nur eine halbe bzw. eine Viertel. Dann braucht ihr ein bisschen Senf, gut für die Emulsion und für den Geschmack. Dann habe ich hier Essig, und zwar einen Teil Essig. Und hier jetzt Öl, drei Teile. Das ist für später wichtig. 1:3. Dann haben wir natürlich Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker, um den Essig zu neutralisieren. Und hier seht ihr noch den Schnittlauch, einfach als Kraut, damit es ein bisschen bunter aussieht. Heute brauchen wir nur eine halbe Zwiebel. Die habe ich schon mal geschält, das macht ihr bitte auch so. Wurzelstock wieder dran lassen und vorne die Spitze nur abschneiden. Und dann schön fein, wie ihr das kennt, mit dem Krallengriff, ganz dünne Scheibchen einschneiden und an der Wurzel natürlich zusammenlassen. Das seht ihr auch bei meinem Zwiebel-Special, wo ich das nochmal ganz detailliert zeige. Ich blende euch das mal oben ein. Dann schneidet ihr die Würfel. Auch darauf achten, dass ihr schön schneidet und nicht so drückt. Bei der Menge Essigöl, die wir heute haben, reicht sogar eine Viertelzwiebel. Ihr legt euch erstmal ein feuchtes Tuch drunter, damit die Schüssel nicht so arg hin und her rutscht. Zwiebel habe ich schon reingegeben. Jetzt nehmen wir einen Teil Essig. Also geben hier gleich den Senf mit dazu. Und verrühren das erstmal kräftig, dann kann sich das schon mal miteinander verbinden. Dann gibt ihr den Zucker dazu, das sind ca. 12 Gramm, dann Salz, ca. 5 Gramm. Jetzt kann der Zucker und das Salz sich schon mal in dem Essig lösen. Ja, das geht natürlich in sowas Wässrigem sehr gut. Also schön durchrühren. So, jetzt muss das Öl rein. Hier wirklich nur ganz langsam, ganz vorsichtig, tröpfchenweise in einem ganz dünnen Strahl das Öl einlaufen lassen und immer rühren, rühren, rühren. Ja? Denn nur dann könnt ihr eine haftende Emulsion herstellen. Ja, das Senf hilft uns ja ein bisschen dabei. Aber trotzdem ganz wichtig, hier tröpfchenweise nach und nach dieses Öl mit zugeben. Und rühren und rühren und rühren. Je mehr Öl ihr drin habt, desto mehr Öl dürft ihr nach und nach zuschütten. Aber passt wirklich auf, dass ihr nicht zu schnell zu viel zugebt, weil sonst gerinnt euch diese Masse und ihr habt keine schöne Emulsion mehr, also keine Bindung in eurem Dressing. Man sieht jetzt schon richtig, wie diese Masse dicklicher wurde und praktisch gebunden hat, ja? Die Masse ist eine homogene Masse, das heißt, hier haben wir eine schöne Emulsion und etwas dicker ist er auch noch geworden. So, jetzt könnt ihr schon mal würzen mit Pfeffer, frisch aus der Mühle, schön reinmalen, wieder verrühren. Zum Probieren nehmt ihr immer ein Salatblatt, zieht das Ganze einmal durchs Dressing, schlagt das ab. Und jetzt sieht man auch, wie schön das schon drauf haftet. Das muss auch so sein, ja, wenn das nicht so haftet, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Und jetzt probieren wir das mal. Ja, bisschen Salz kann ich glaube ich noch dran machen. Also dadurch, dass man das mit dem Salatblatt probiert, hat man halt immer das optimale Geschmackserlebnis mit dem Salat. So, das Ganze nochmal probieren. Wieder nehme ich mein Salatblatt, tunken, bisschen abschütteln und nochmal probieren. So, jetzt nehmen wir den gewaschenen Schnittlauch und jetzt geht es darauf, wirklich hier zu ziehen. Also nicht so zu schneiden, sondern ziehen. Hier seht ihr, wir ziehen das Messer. Und wenn wir es zu uns herziehen, senken wir es ab. Dadurch wird der Schnittlauch nur feiner gedrückt, nicht so stark wie beim Eindrücken. Weiterhin immer schön an den Knöcheln, damit ihr euch nicht schneidet. Also der Krallengriff bleibt gleich und wir ziehen. Zu sich herziehen und das Messer senken. Und jetzt schauen wir uns das mal an und ihr seht, was für feine Röllchen das gibt, die auch gar nicht irgendwie gedrückt wurden, sondern ganz super Röllchen.
Natürlich könnt ihr das auch mit so einem kleinen Messerchen machen. Wichtig ist, langsam durchziehen, zu sich herziehen, ja? Schön ordentlich, mit den Fingern aufpassen und dann einfach zu sich herziehen. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch noch die Möglichkeit mit einer Schere. Hier müsst ihr dann ganz exakt abschneiden, damit ihr wirklich dünne Röllchen bekommt. Ja, funktioniert aber auch. Wie gesagt, das nur der Vollständigkeit halber mal gezeigt. Ich bevorzuge nach wie vor großes Messer und schön zu sich herziehen. So, das Ganze dem Dressing zugeben. Kurz durchrühren. Ja, das ist eine einfache Herstellung. Essig-Öl-Dressing. Ein Teil Essig, drei Teile Öl. Und dann habt ihr auch so eine gute Bindung, wie ihr hier seht. Ja, das ist perfekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es euch schmecken. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.